Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Game 2. Neue Woche, neue Themen. Wir haben Darksiders 3, Fallout 76 und Warframe für die Switch. Viel Spaß. Die Darksiders-Reihe ist ja unter anderem dafür bekannt, dass sie sich gerne mal bei anderen Franchises inspirieren lässt. Tja, das war im ersten Teil sicherlich The Legend of Zelda. Dann im zweiten kamen ein paar Rollenspielelemente hinzu. Und ich glaube, jetzt beim dritten, da hat man sich ein bisschen bei Dark Souls umgeschaut. Ob das aber genauso gut klappt wie bei den ersten beiden Teilen oder ob sich Darksiders diesmal die Langfinger verbrannt hat, sagt euch Chris. Darksiders, wer hätte gedacht, dass wir dich nochmal wiedersehen? Als Publisher THQ zusammen mit Urentwickler Virtual Games vor knapp 6 Jahren unterging, sah es ja erstmal mächtig finster aus. Doch es geschehen noch Zeichen und Wunder. Darksiders 3 ist tatsächlich da. Gepublished von THQ Nordic, entwickelt von Gunfire Games. Und weil die nicht nur an der Definitive Edition von Darksiders 2 gearbeitet haben, sondern auch einen Großteil der ehemaligen Virtual-Belegschaft beheimaten, klingt das doch nach mächtig viel Darksiders-Expertise. Was kann also schiefgehen? Naja. Beginnen wir doch mal ganz vorne. Krieg? Welch klägliches Schicksal hast du dir aufgeladen, Bruder? Im Zentrum des Spiels stehen erneut die apokalyptischen Reiter. Nachdem Krieg und Tod ihre Abenteuer bereits spendiert bekommen haben, ist dieses Mal Fury am Zug. Und um es direkt gesagt zu haben, eine Fortsetzung ist Darksiders 3 zumindest storytechnisch nicht. Wie schon Teil 2 spielt der dritte Ableger in der Zeit von Kriegs 100-jähriger Gefangenschaft und endet vor dem Ende des ersten Teils. Die Story an sich ist schnell zusammengefasst. Jemand hat die 7 Todsünden freigelassen. Die wandeln jetzt auf der von der Apokalypse gezeichneten Erde und Fury wird geschickt, um sie wieder einzufangen. Mit diesen Dummköpfen werde ich im Schlaf fertig. Doch wenn das erledigt ist, verlange ich meinen rechtmäßigen Platz als Anführerin der Reiter. Ganz ehrlich, was du willst, war uns ziemlich egal. Grund Nummer 1, Darksiders 3 verpasst es, seiner Geschichte wirklich Gewicht zu verleihen. Die in den ersten beiden Teilen aufgebaute Hauptstory um die Schlacht zwischen Himmel und Hölle spielt nämlich kaum eine Rolle. Fury jagt die 7, um viel mehr geht's, abgesehen vom Ende, nicht. Nicht mehr, nicht weniger. Grund Nummer 2, Fury selbst. Die ist nämlich, tja, wie sollen wir sagen, irgendwie anstrengend. Aber schauen wir doch einfach mal kurz ins Intro. Krieg, der ihr das Feuer über die Welt bringt. Ihr seid die unaufhaltsame Kraft allen Schmerzes. Epik, epik. Wir spulen mal ein bisschen vor. Aufgabe, die vor ihnen liegt. Epik. Und? Ihr redet noch immer? Soll Tod uns einen Tee holen oder kommen wir endlich zur Sache? Tja, während die Sprecher im Großen und Ganzen einen guten Job machen, ist Fury so ein Fall für sich. Müsste unser Weg hier raus sein. Wirklich? Du glaubst, dass die riesigen Arme der riesigen Statue, die jetzt eine Brücke zum Ausgang bilden, hier herausführen? Ich war doch bloß aufgeregt. Naja, Gott sei Dank ist Darksiders 3 kein Hörbuch, sondern ein Spiel. Und da hat sich einiges getan. Manchmal scheint die Luft still zu stehen. Du kommst aber ganz schön spät. Oh. Wir wagen es ja fast nicht, es auszusprechen. Darksiders ist die nächste Reihe, die sich ordentlich an Souls-Mechanismen bedient. Wie in den Vorgängern auch, wird natürlich wieder eine ganze Menge gekloppt. Segnet ihr das Zeitliche, werdet ihr aber nicht, wie zum Beispiel in Darksiders 2, irgendwo in der Nähe, sondern beim Händler Wulgrim wieder zum Leben erweckt. In Kämpfen verdiente Seelen sind dann futsch, bis ihr sie wieder einsammelt und alle Gegner wieder da. Typisch Souls halt. Allzu sklavisch hat man sich aber nicht ans Vorbild gehalten. Seelen bleiben auch über mehrere Tode hinweg am Ort des Ablebens und eine Ausdauerleiste gibt es auch nicht. Kurz, Fury kloppt, was das Zeug hält. Auf den ersten Blick machen die Kloppereien erstmal Laune. Es ist ziemlich flott, die Gegner halten einiges aus und vor allem, wenn ein perfekt getimter Ausweichmove mit der Chance auf einen starken Konter belohnt wird, kommt eine Menge Spaß auf. Leider krankt das Kampfsystem an vielen Unsauberkeiten, allen voran die Kamera. Während sie das Geschehen in 1-gegen-1-Situationen in großen, offenen Gebieten gut einfängt,
kommt es in engeren Arealen immer wieder zu Problemen mit der Übersicht. Und weil man sich den Großteil des Spiels in unterirdischen Tunneln und Komplexen aufhält, kann das auf Dauer ziemlich nerven. Als nächstes wäre da der fehlende Tiefgang. Gegen Seelen verbessert ihr euch in den Bereichen Gesundheit, Stärke und Magie. Der einzig wirklich spürbare Unterschied liegt aber darin, dass der Lebensbalken etwas fetter und die Schadenszahl etwas höher ausfällt. Individualisierungsmöglichkeiten wie den Skilltree aus dem zweiten Teil gibt es nicht mehr. Das wird uns beiden Spaß machen. Für Waffen gilt dasselbe. Man kann sie aufrüsten, neue Kombos oder Spezialfähigkeiten kann man im Gegensatz zu früher aber nicht lernen. Da helfen auch die weiteren Waffen, die man im Spielverlauf erhält, wenig. Möge dir diese Kreuzklinge im Kampf gegen Volus gute Dienste leisten. Wenn sich ein Spiel der Souls-Reihe annähert und dazu auch noch die Jagd nach 7 Todsünden in den Vordergrund stellt, erwartet man natürlich vor allem eins: fette Bosse. Und cool designt sind die auf jeden Fall. Man schaut sich alleine mal die fette Trägheit oder die sammelwütige Habgier an. Schade, dass es auch hier etwas an Tiefe fehlt. Die Angriffsmuster hat man im Regelfall schnell durchschaut. Die verschiedenen Phasen der Bosse unterscheiden sich bis auf wenige Ausnahmen nur marginal voneinander. Zu leicht werden die Kämpfe zwar nicht, weil die 7 derart im Fokus des Spiels stehen, hätten wir uns aber etwas mehr Finesse gewünscht. Jeder braucht ein Hobby. Wer bis hierher seine Ohren gespitzt hat, dem wird das nicht entgangen sein. Darksiders 3 hat sich im Vergleich zu den Vorgängern ordentlich gewandelt. Und weil diesen Änderungen einige liebgewonnene Spielelemente zum Opfer gefallen sind, wollen wir uns kurz die Zeit nehmen, ihnen zu gedenken. Warte mal, keine Rätsel mehr? Das muss ein Fehler sein. Hier steht's. Rätsel gibt es noch, die sind aber lame. Im Spiel wird eigentlich nur noch gekloppt. Schade. Haben wir früher noch komplexe Mechanismen in Gang gesetzt, beschränken sich die Knobeleien heute auf einfaches Werf den Explosionskäfer 2 Meter weiter an die Wand. Ab und zu ist mal etwas Timing gefragt, wirklich nachdenken muss man aber eigentlich nie. Dasselbe gilt für die Kletterpassagen. Gab es früher noch ausgedehnte Geschicklichkeitseinlagen, ist das Maximum heute ein Doppelsprung zwischen 2 Wänden oder ein kurzes Gleiten im Wind. Lockert hier und da mal etwas auf, fordert aber zu keiner Sekunde, zumindest wenn man sich nicht blöd anstellt. Und das war's noch nicht mit der Neuerungsliste. Die offene Spielwelt ist einem großen zusammenhängenden Dungeon gewichen, der über verschiedene Abkürzungen verbunden ist. Im besten Metroidvania-Stil erhaltet ihr im Spielverlauf neue Fähigkeiten, mit denen ihr bisher unzugängliche Bereiche freischaltet. Zum Beispiel über Wasser gehen oder als magnetische Kugel an Wänden entlang kullern. Das sorgt für den ein oder anderen Aha-Moment. So richtig beeindruckt waren wir aber nicht. Warum? Weil es eigentlich kaum was zu entdecken gibt, das die Mühe wert ist. Genieß deine Sammlung, Habgier! Weil sich meist nur recht gewöhnlicher Klumpatsch einsammeln lässt, macht man sich in aller Regel ohne Umwege auf zur nächsten Todsünde, sofern man sie denn auch findet. Eine Art von Karte, die einem wenigstens die grobe Position der nächstgelegenen Todsünde anzeigt, gibt's nämlich nicht. Einziger Anhaltspunkt ist ein Knochenkopf-Navi am oberen Bildrand. Das Grundprinzip ist simpel. Der Kopf orientiert sich an eurer Umgebung. Solltet ihr zum Beispiel nach rechts laufen, wandert auch der Schädel nach rechts. Das funktioniert in geschlossenen Arealen meist gut. In offenen Gebieten macht die Knochenrübe aber nicht selten, was sie will. Zum Beispiel hier. Wir gehen einfach nur geradeaus. Die Todsünde ändert mir nichts, dir nichts ihre Himmelsrichtung. Und nein, sie war nicht über oder unter uns. Und in solchen Situationen bekommt man dann das Gefühl, dass der Schädel alles macht, außer euch zum Ziel zu bringen. Hey, 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 ich bin der Navi-Kopf. Folge mir einfach, dann kommst du zur nächsten Todsünde. Ja dann, wo lang geht's denn? Wärmer? Wärmer?
Kalt, 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 kalt. Du willst mich verarschen, oder? Ey, guck mal, jetzt bin ich links, jetzt bin ich rechts. Jetzt bin ich links, jetzt bin ich rechts. Ey, wo bist denn du? Links, rechts, links, rechts. So, jetzt aber mal wirklich, du musst da unten lang. Alter, warte mal. Ich bin wieder am Scheiße anfangen! Ey, wo zeige ich hin? Du musst da runter. Alter, was? Da gehe ich doch drauf. Ja, zeige ich da jetzt hin oder nicht? Außerdem hast du doch deine Starterfähigkeit, damit geht das schon. Jetzt laufen, hüpfen und... Du Vollidiot! Und weißt du, was das Beste ist? Alle Gegner sind jetzt auch wieder da! Mann! Oh, hey, 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 hey! Fick dich! Arschloch. Abschließend wollen wir noch auf die technischen Unsauberkeiten zu sprechen kommen. Dass Darksiders 3 nicht mit bahnbrechenden Texturen und Animationen, sondern mit seinem Stil punktet, brauchen wir wahrscheinlich gar nicht erwähnen. Die Umgebungen sind abwechslungsreich und schick gestaltet, auch wenn wir uns recht schnell an Tunneln und Gängen satt gesehen haben und die monumentalen Bauten und großen Flächen der Vorgänger etwas vermissen. Dazu kommen kleinere Ruckler auf allen Plattformen, nachladende Texturen und eine ziemlich eigene Interpretation von Lippensynchronität. Keine Dealbreaker, aber unschön. Reiter, bitte. Dich auf unserer Seite zu haben, würde das Blatt wenden. Die Menschheit hätte eine Chance. Meine Güte, was haben wir jetzt an Darksiders 3 herumgemeckert? Wir sind der Meinung, es ist nicht der stärkste Teil der Reihe. Dazu fehlen uns zu viele Mechaniken, die die Vorgänger ausgezeichnet haben. Die Kletterpassagen, die ausgeklügelten Rätsel und großen offenen Gebiete zum Beispiel. Darksiders hat sich vor allem im Vergleich zum direkten Vorgänger gewandelt. Von einem Zelda-esken Action-Rollenspiel zu einem Schnetzler, der eher an Devil May Cry mit Souls-Mechanismen erinnert. Um in dieser Kategorie in einer Liga mit den ganz Großen spielen zu können, fehlt's aber an Tiefgang und Feinschliff. Trotzdem ist Darksiders 3 kein komplett verkorkstes Spiel. Nur eins, das sein Potenzial an vielen Stellen nicht ausschöpft und mit ärgerlichen Unsauberkeiten für Frustmomente sorgt. Dass die Reihe überhaupt von den Toten auferstanden ist, freut uns aber trotzdem. Nils, ich finde, wir sollten über Fallout 76 reden. Ja, schwieriges Thema. Ja. Oh, was glaubst du denn? Da, Weißt du was? Komm, lass uns einfach den Beitrag gucken, okay? Wir gucken jetzt hier den Beitrag zu Fallout 76. Talk about Fallout 76, the biggest disappointment in gaming this year. It's a buggy, unfinished mess that crashed 2 times before I could actually play it. On the Xbox when I played it, I was stunned and I was like, man, this looks like a PS2 game. So clunky and unintuitive and awful. Fallout 76 is actual dog shit. Fallout hat sich verändert. Erst isometrisches PC-Rollenspiel, dann Open-World-RPG mit Shooter-Mechanik, heute Online-Multiplayer-Survival. Aber vielleicht war das eine Veränderung zu viel. Mit Fallout 76 scheint sich für Bethesda ein Fallout mit den Fans anzubahnen. Seit der Beta ziehen Hassstürme über Spiel und Entwickler hinweg. Es sei unspielbar, hässlich und unglaublich langweilig. Mein Problem? Ich habe irgendwie trotzdem Spaß daran. Aber lasst mich von vorne anfangen. In den ersten Spielstunden hätte ich mich am liebsten noch dem Shitstorm angeschlossen. Nee, nicht nur angeschlossen. Am liebsten hätte ich mich ganz vorne an die Spitze des Scheißeberges gestellt und mit Fackeln und Heugabeln zum Angriff gehetzt. Versetzt euch bitte in meine Lage. Eben noch habe ich meine Zeit im Red Dead Redemption 2 Wunderland genossen. Bin im Schein der Abendsonne durch beschauliche Städtchen spaziert oder habe auf einer Bergspitze der Sonne zugeschaut, wie sie sich einen Weg durch den nebeltrunkenen Tagesanbruch bahnt. Und dann habe ich Fallout 76 eingelegt. Hätten meine Augen kotzen können, sie hätten es getan. Mehr. Was für ein Unterschied. Schön? Scheiße. Himmel? Hölle. 2018, irgendwann in den frühen 2000ern, als meine PlayStation 2 wegen einem Laufwerkfehler Spiele nur noch texturlos und als matschige Diashow wiedergeben konnte. Oder in kurz... Gott, ist Fallout 76 hässlich. Aber es kommt noch dicker. Dank eines Verbindungsabbruchs innerhalb der ersten Stunde durfte ich meinen Charakter gleich 2-mal erstellen. Weil zu Beginn anscheinend nicht direkt zwischengespeichert wird, hat das Spiel einfach vergessen, dass ich da gerade schon eine halbe Ewigkeit Ohrgrößen angepasst und den korrekten Winkel meiner Nasenspitze austariert habe. Und danach ging es mit Bugs und Problemen weiter. Nicht im Minutentakt, aber häufig genug, um mich, Entschuldigung, ordentlich abzufangen.
Da konnten plötzlich Werkbänke nicht mehr genutzt oder Pflanzen nicht gepflückt werden. Da musste ein eigentlich schmusiger NPC plötzlich grundlos in meinem Camp andalieren. Oder mir wurde ein Questabschluss verwehrt, weil das Zielobjekt... Ja, keine Ahnung. Irgendwas ist da auf jeden Fall verkehrt. Ich fing also relativ schnell an, die ganzen negativen Meinungen zu verstehen. Fallout 76 schien tatsächlich der Totalausfall zu sein, den alle beschreiben. Herzlichen Glückwunsch. Die Hauptquest ist ein witzloser Witz, der mich in aneinandergereihten Fetch-Quests durch die Open-World quält. Menüs und Bildschirmoberfläche sind hässlicher und unhandlicher als Windows 95. Als Windows 95, das hier ohne Maus bedient. Und mit nur einem Finger. Das Wächtsystem verlangsamt die Zeit nicht mehr, sondern hilft nur noch semi-erfolgreich beim Ziel. Hunger und Durst zu stillen ist eine lästige Fleißarbeit. Das Inventar ist dauernd voll, obwohl ich vom Spiel gezwungen werde, jeden dummen Plastiklöffel in die Tasche zu drücken. Das Bauen von Camps ist unübersichtlich und frickelig und überall leckt und hakt es. Guck mal, hier rufe ich gerade die Karte auf. Was? Entschuldigung, ich bin kurz eingenickt. Weil das alles so unglaublich langsam ist! Was soll ich sagen? An Fallout 76 kann man wahnsinnig viel aussetzen. Eine kleine Weile im Spiel und meine Notizen bestanden eigentlich nur noch aus Negativpunkten. Etwas Positives zu finden, war gar nicht so leicht. Weitergespielt habe ich aber trotzdem. Und das nicht nur aus Pflichtbewusstsein. Auch wenn ich mir das erst eingeredet habe. Doch, nee, wenn ich ehrlich bin, macht mir dieser vermeintliche Totalausfall irgendwie Spaß. Richtig erklären kann ich es mir aber nicht. Deshalb dachte ich mir, dass ich die Antwort bei den Leuten suche, die es wissen müssen. Den Leuten, die das Spiel spielen. Die müssen doch schließlich Spaß an Fallout 76 haben. Oder? Ich habe mich also vor die Konsole gesetzt, das Mikrofon angeschlossen, mit einem Schluck Nuka-Cola die Kehle befeuchtet und mich auf die Suche gemacht. Do you have a microphone? Nur auf Reden hat irgendwie niemand so richtig Bock. Does that mean no? Am tollen Multiplayer-Miteinander liegt's also schon mal nicht, dass mir Fallout 76 Spaß macht. Mein Versuch, anderer Leute Eindrücke zu sammeln, war die meiste Zeit über ein Trauerspiel. Hey there. How are you doing, man? You don't have a microphone, right? Keine Sau interessiert sich für mich. A no would have been enough. Can you just tell me with an emote, do you like Fallout 76? Thumbs up, thumbs down. Or you can loot the bag. I just want to know, do you like Fallout 76? Come on. Come on. Nicht betteln. Und trotzdem ignorierst du mich. I just want to know if you like Fallout 76. It looks like it because you're level 47 and you're a gun. Einige hatten wirklich gar keinen Bock auf Reden. Also wirklich gar keinen. So now that I'm dead, can we talk now? Oder aber, naja, Fallout 76 Dinge eben. Bis es dann doch mal geklappt hat. Oh, you have a microphone. Can you hear me? Yeah. Are you German? Yes, I am. Hallo. Okay, ich auch. Hi. Und ich nicht nur mit ihr, sondern auch ein paar anderen Spielern schnacken konnte. Sie alle haben Spaß, aber aus unterschiedlichen Gründen. Mir macht sehr viel Spaß, ja. Auf jeden Fall. And even though many people don't like the story because no NPCs, but I actually do enjoy it. I know, the survival aspects are pretty nice. Ein Punkt stellte sich dann aber doch bei allen heraus, indem ich mich irgendwie wiedererkannt habe. Warum es mir so viel Spaß macht, ist einfach das Erkunden. Also es sind halt wirklich so diese ganz kleinen Überraschungen, die überall zu finden sind. Man wird halt belohnt, wenn man sich umguckt. Well, compared to Fallout 4, I do like this world better, actually. For me, it's kind of a solo play, but you can play it with friends, and that's kind of what won me over. Du erkundest frei Schnauze oder machst du die Hauptquest? Beides. Das ist je nachdem, wie ich gerade mal Lust habe. Das ist eben das Gute an der Welt, man kann so und so. I haven't had much time to explore, but so far, yeah, I like it. Trotz all der Unterschiede stecken auch in Fallout 76 unter der unbestreitbar abschreckenden Oberfläche ähnliche Qualitäten. In den Arealen warten spannende kleine Einzelgeschichten und subtile Gags, die das Erkunden unterhaltsam und belohnt machen. Zu Beginn des Spiels habe ich beispielsweise dieses Lager aus verfallenen Ferienhäusern entdeckt und direkt angefangen, mir Tonnen an Loot in die Beutel zu schieben. Doch dann hat mich da dieser Schrei aufgeschreckt. In der Spielwelt leben eigentlich keine menschlichen NPCs. Wer oder was schreit hier also? Ehe ich aber weiter darüber nachdenken kann, schüttelt mich ein Beben durch. Und warte mal, bewegt sich das Bild da gerade? Das Warum und Wieso will ich euch an dieser Stelle gar nicht spoilen. In meinen Augen ist das nur ein tolles Beispiel dafür, wie es Fallout 76 gelingt, meine Neugierde und Lust am Erkunden zu wecken. Und zu erkunden gibt es einiges. Die Spielwelt ist riesig. Und das hilft auch der Atmosphäre.
Obwohl man vermuten sollte, dass die allein im Weltuntergangsstimmung darunter leidet, dass da bis zu 23 andere Spieler herummuseln, ist dem nicht so. Die Welt ist so weitläufig, dass sie nie überbevölkert wirkt. Zwar verkommt deshalb auch der Multiplayer-Aspekt eher zum Beiwerk, hier und da winkt man sich halt mal zu oder versucht zusammen eines der fordernden Events in anonymer Gruppe zu bewältigen. Letztlich sorgt das aber dafür, dass alles seine bedrohliche Atmosphäre behält. Ich persönlich bin auch ein großer Freund des apokalyptischen Miteinanders. Mit einem Freund das zerstörte West Virginia zu durchstreifen, ist toll. Da macht es dann auch Sinn, dass die eigentliche Geschichte eine untergeordnete Rolle spielt. Statt sich ellenlange Dialoge anzuhören, können wir immer schön weiterlooten und uns auf das gemeinsame Entdecken der Spielwelt konzentrieren. Auch Fights gegen andere Spieler sind möglich, da die dem Kampf aber erst zustimmen müssen, kann ich solche Situationen an drei Fingern abzählen. Wenn es aber zu PvP-Action kam, war sie eine nette Abwechslung. Tja, und jetzt? Ist doch alles gar nicht so schlimm? Will ich den ganzen Hate als unsinnig wegwischen und euch das Spiel als verkannte Großartigkeit verkaufen? Nein. Oh, it glitched. That's awesome. Fallout 76 ist ein fehlerbehaftetes, deutlich strauchelndes, vielleicht auch einfach zu früh veröffentlichtes Spiel geworden, mit dem Bethesda viel falsch macht. Aber entgegen der anhaltenden Hasswelle will ich euch klarmachen, dass unter Brechreizgrafik, Backfeuerwerk und Bedienbarkeitsgrausamkeiten eben doch auch irgendwo ein recht gutes Spiel steckt. Es ist kein klassisches Fallout, aber von Fallout auch gar nicht so weit entfernt. Ihr müsst halt nur wissen, wo ihr danach suchen müsst. Wenn euch Fallout 76 also potenziell interessiert, wartet, bis es ein paar Kronkorken günstiger zu haben ist und die gröbsten Fehler ausgebügelt sind. Denn dann könnt ihr wirklich Spaß damit haben. Fallout hat sich vielleicht verändert, aber im Kern. Im Kern verändert es sich nie. Moin, ich bin Michael Krogmann. Geil. Und jetzt die News. Wir starten mit E-Sport und der ewigen Diskussion. Ist das jetzt richtiger Sport oder nicht? Der hessische Innenminister Peter Beuth hat diese Frage nun laut der Seite Echo Online besonders griffig beantwortet. Zitat: E-Sportler sind keine Sportler. Und diese Gemeinschaft im E-Sport ist ja nicht das, was Millionen von Kindern machen. Gekrönt hatte das Ganze mit der Aussage, man müsse den Begriff E-Sport ausradieren. Damit bekommt er von mir einen Preis für besonders geschmackvolle Wortwahl. Bei den Game Awards 2018 werden wie jedes Jahr Awards für besondere Leistungen in der Spielebranche vergeben. Doch laut Producer Jeff Keighley gibt es obendrauf mehr als 10 Ankündigungen von frischen Spielen. Als sicher gilt bereits ein neues Sci-Fi-artiges Projekt von Obsidian. Das sind die Macher von Fallout New Vegas und Pillars of Eternity. Und wahrscheinlich gibt es auch erste Bilder zum kürzlich angekündigten neuen Alien-Spiel, das vermutlich Alien Blackout heißt. Die Gerüchteküche brodelt jedenfalls. Und auch die Gemüter der Smash Bros. Fans brodeln gewaltig, denn das kommende Smash Bros. Ultimate ist als böse Raubkopie im Umlauf. Problem Nummer 1. Die illegalen Kopien sorgen wohl zum Teil für durchgebrannte Switch-Konsolen. Oh mein Gott! Selber schuld, würde ich mal sagen. Problem Nummer 2. Es wurden jede Menge Songs und Infos zum Spiel geleakt. Unter anderem von bekannten Smash Bros. Kanälen wie Dystophizer und Crunchy, die nun nach Beschwerde von Nintendo komplett gesperrt wurden. Die Kanäle haben sich zwar mittlerweile über Twitter entschuldigt, ihr Handeln jedoch mit dem herrschenden Konkurrenzdruck erklärt. Und weil auch die Fans keine Spoiler mögen, sind jetzt alle sauer. Und weil ich weiß, dass auch ihr alle total sauer werdet, wenn ich die News nicht verdammt nochmal schneller vorlese, gibt's jetzt den Newsticker! Assassin's Creed Odyssey bekommt Zuwachs. Der kostenpflichtige Singleplayer-DLC Das Vermächtnis der ersten Klinge startet am 4. Dezember mit der Episode Gejagt. Fortnite wächst immer weiter. Verkündet wurden über 200 Millionen registrierte Spieler und ein Wachstum von 60% allein seit Juni diesen Jahres. Leute, so geil ist das auch wieder nicht. Fallout 76 wird geflickt. Bethesda gelobt nach einer Menge Kritik Besserung und kündigt zwei Patches an. Die sollen am 4. und 11. Dezember erscheinen und viele Kritikpunkte ausbügeln. Das traurige Ende der CeBIT. Jetzt ist es offiziell. Die deutsche Computermesse CeBIT in Hannover wird 2019 aufgrund stetig sinkender Besucherzahlen nicht mehr stattfinden. Überraschung! Mit Superman World's Finest führt die Seite Game System Requirements ein neues Spiel vom Batman Arkham-Entwickler Rocksteady auf. Diese Info taugt zwar nur für ein Gerücht, doch dieselbe Seite hatte bereits Devil May Cry 5 korrekt vorhergesagt. Star Wars Battlefront 2, das Update Schlacht von Geonosis, liefert euch Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi als spielbaren Held und die namensgebende Map Geonosis. eSports One, ein 24/7 Pay-TV-Sender zum Thema eSports, wurde für den deutschsprachigen Raum angekündigt. Der Inhalt? Live-Berichte, Highlights und eigene Magazine rund ums Thema. Na? Sag es! eSport.
Und zuletzt, unglaublich, ein Spieler schafft es in knapp 5 Stunden über die gesamte Karte von Assassin's Creed Odyssey zu schwimmen. Zieht's euch rein! Unglaublich. Und damit verabschiede ich mich. Gehabt euch wohl. Bis dann. Mit Warframe kommt ein Free-to-Play-Spiel auf die Switch, das bei vielen Looter-Shooter-Fans sehr hoch im Kurs steht. Manche sprechen sogar von einem besseren Destiny. Ja, man kann zumindest davon sprechen, dass in den letzten 5 Jahren seit Release so viele Content-Updates gekommen sind, dass Warframe mittlerweile ein richtig fettes Paket ist. Und dieses fette Paket kommt jetzt für die Switch raus. Und ob das was taugt, sagt euch Trant. Macht mal etwas über Warframe. Ja, das haben wir regelmäßig in unseren Kommentaren und deswegen mache ich jetzt auch einfach mal was über Warframe. Schließlich gibt es mit der Nintendo Switch-Version von Warframe jetzt auch einen guten Anlass dazu. Aber bevor ich euch sage, wie die geworden ist, will ich erstmal eine Grundlage schaffen. Was ist dieses Warframe überhaupt? Warframe ist ein Free-to-Play-Online-Koop-Loot-Shooter mit Fokus auf PvE, mit tiefgreifenden Rollenspielmechaniken und mit Space Ninjas. Und die Space Ninjas sind wohl auch das wichtigste Alleinstellungsmerkmal, denn mit denen könnt ihr ziemlich geile Moves machen. Sprinten, Doppelspringen, an Wänden entlangrennen, an Wänden hinaufjumpen, auf Knien rutschen, während dem Rutschen ballern und am Ende entweder cool das Schwert ziehen oder wieder abspringen. Das Movement sowie die Kombination aus Schusswaffen, Nahkampfwaffen und Supermoves machen Warframe wirklich einzigartig. In den frühen Tagen des Spiels habt ihr euch auf diese Weise lediglich durch zufallsgenerierte Dungeons auf Planeten unseres Sonnensystems gekämpft, um einerseits Rohstoffe für den Bau von neuen Warframes und Waffen zu sammeln, aber auch um Mods zu finden, die euer Equipment deutlich effektiver machen. Heute, 5 Jahre nach dem Start, ist Warframe aber enorm gewachsen und nichts erinnert mehr an das recht überschaubare Grundgerüst, das es im Jahr 2013 war. Zu den ganzen Erweiterungen sage ich später noch was. Doch diese fetten Erweiterungen, die Entwickler Digital Extremes mit großer Regelmäßigkeit rausbrachte, waren und sind nur ein Teil des Erfolgs. Ein anderer ist auch das überwiegend faire Free-to-Play-Konzept. Fast alles, was ihr auf dem Marktplatz für die Echtgeldwährung Platinum kaufen könnt, könnt ihr auch regulär erspielen. Und wenn nicht, sind es meist Cosmetics wie etwa Farbpaletten. Naja, und wenn ihr mehr Slots für weitere Warframes oder Waffen haben möchtet, müsst ihr auch ein paar Platinums auf den Tisch legen. Unterm Strich fühlt man sich als Warframe-Spieler fair behandelt. Und so hängt das Spiel schon seit Jahren in den Top 10 der meistgespielten Spiele auf Steam. Aber Warframe war nicht gleich vom Start weg ein Erfolg. Schaut man sich den Werdegang des Spiels an, grenzt es fast an ein Wunder, dass es heute da ist, wo es ist. Das in Kanada ansässige Entwicklungsstudio Digital Extremes wurde bereits 1993 gegründet, erregte aber erst Ende der 90er Jahre etwas mehr Aufmerksamkeit, nämlich durch die Mitarbeit am damals bahnbrechenden Shooter Unreal von Epic Games. Auch an den folgenden Spielen der Reihe hatte Digital Extremes mitgewirkt, doch gleichzeitig reifte in der Firma der Wunsch nach einer eigenen Marke, einem eigenen Spiel. Der Name Dark Sector. Guckt mal, wie geil, ich habe tatsächlich noch die originale Pressemitteilung von Digital Extremes aus dem Jahr 2000 gefunden, in der sie Dark Sector ankündigen, sowie uralt Interviews von uralt Websites und die darin enthaltenen Infos sollten Warframe-Spielern bekannt vorkommen. Starte deine Karriere als Kopfgeldjäger, der seine Ziele vom Mars zu den Monden des Jupiters jagt, um sie dann in einer Eismine auf Europa zu stellen. Die Spieler können sich in formellen Syndikaten zusammenschließen. Dark Sector ist ein persistentes Massively Multiplayer Online-Spiel. Das heißt, das Spiel läuft immer, auch wenn du ausloggst. Oder unser Plan ist es, eine Belegschaft zu haben, die groß genug ist, um Dark Sector monatlich zu erweitern. Okay, die in derselben Zeit veröffentlichten Artworks haben nur wenig mit dem gemeint, was wir heute als Warframe kennen. Doch das erste Video eines spielbaren Prototypen, das erstmals auf der E3 2005 gezeigt wurde, sieht schon eher wie Warframe aus. Mit diesem Video begab sich Digital Extremes auf die Suche nach einem Publisher, blieb aber erfolglos. Jeder potenzielle Verleger lehnte ab wegen des Science-Fiction-Settings. People looked at it and the consensus was not another fucking sci-fi game. And it just blew our minds. Was ich rückblickend seltsam finde, denn zu der Zeit war Halo eine fette Nummer. Aber so war's.
Schließlich hatten die Entwickler die Schnauze voll von Absagen. Sie passten das ursprüngliche Konzept an, nahmen fast alle Science-Fiction-Aspekte raus und plötzlich fand sich ein Publisher. Demnach sah dieses Dark Sector auch komplett anders aus. Der maskierte Space Ninja aus dem spielbaren Prototypen war jetzt der unmaskierte CIA-Agent Hayden Tenno. Das Gameplay orientierte sich stark an Resident Evil 4 und Gears of War und es war auch kein MMO-Shooter mehr, sondern ein storygetriebenes Singleplayer-Action-Game. Doch die ursprünglichen Dark Sector-Pläne verschwanden nie ganz in der Schublade. Während Digital Extremes seine Brötchen wie gehabt als Dienstleister verdiente, etwa mit der PS3-Portierung von Bioshock oder später mit der Entwicklung von The Darkness 2 für 2K Games, wurde im Hintergrund weiter am alten Konzept herumgewurschtelt. Es war letztendlich der Erfolg des 2010 erschienenen World of Tanks, der das Team auf die Idee brachte, Free-to-Play als Finanzierungsmodell in Erwägung zu ziehen. Und so ging man im Jahr 2011 auf große Free-to-Play-Publisher zu. Doch wegen des Sci-Fi-Settings und des PvE-Fokus fand sich wieder niemand, der in das Spiel investieren wollte. Und als dann auch noch die letzte Auftragsarbeit Star Trek kommerziell gegen die Wand fuhr, stand Digital Extremes kurz vor dem Bankrott. We knew that this was our last chance and we had a couple million dollars extra like to do this with. Um das Studio zu retten, musste man alles auf eine Karte setzen und die Sache selbst in die Hand nehmen. Dem Team blieben nur 9 Monate, um das Spiel notdürftig zusammenzuklöppeln und um die nötige Infrastruktur für ein Free-to-Play-MMO hochzuziehen, inklusive Website, Kundenbetreuung und Bezahlsystem für Ingame-Inhalte. Im Oktober 2012 schließlich erblickte Warframe in Form einer Closed Beta das Licht der Welt. Krasse Geschichte bis hierhin. Aber gut, ich selbst habe Warframe erstmals in der Open Beta vom März 2013 gespielt und mit Eddie zusammen ein kurzes Video dazu gemacht. Achtung Leute, ich komm cool reingerutscht! Ach du Scheiße! Uah! Und naja, es war ganz okay. Mit den agilen Ninjas durch die Levels zu flitzen, alles wegzuflexen und Mods zu sammeln, hat schon damals richtig Laune gemacht, aber viel mehr war es auch nicht. Die Levels wirkten uninspiriert, der Spielablauf war repetitiv und es fehlte ein rudimentärer Storykleber, der alles zusammenhält. Meine ersten Eindrücke mit der Beta deckten sich mit anderen Meinungen und so bekam Warframe in diesem Zeitraum so zwischen 2012 und 2013 wenig Aufmerksamkeit. Zusammen mit den sehr gemischten Tests, IGN gab eine 7 von 10, GameSpot eine 6 von 10 und Eurogamer sogar nur eine 4 von 10, was ich damals aber auch schon zu wenig fand, ja, da hing die Zukunft von Warframe schon wieder am seidenen Faden. Dennoch gab es einige Leute, denen Warframe selbst in diesem Stadium etwas wert war und die deswegen Geld dafür ausgaben. Und es gab einige einflussreiche YouTuber, die sich dem Thema annahmen, wie der im Mai dieses Jahres verstorbene Total Biscuit. So what they're currently working on is a game called Warframe, which as I said is a free-to-play game. This is currently in closed beta, so everything you are seeing is not necessarily representative of the final product. Langsam aber stetig erlangte Warframe Traktion. Die Spieleranzahl auf Steam stieg und als es erstmals profitabel war, stellte Digital Extremes neben den 250 alten 250 neue Mitarbeiter ein und gab Vollgas. Das Resultat davon ist eine bis heute anhaltende Welle von Erweiterungen, von denen ich nur die wichtigsten nennen will, um den irren Wandel darzustellen. Mai 2013. Spieler, die sich in Clans zusammengeschlossen haben, können nun eigene Räume und Forschungsgeräte in ihren Dojos bauen. September 2013. Der PvP-Modus Konklave wird integriert. November 2013. Das Modell zur Schadensberechnung wird komplett überarbeitet. April 2014. Einführung der Dark Sectors als neuer Endgame-Content. Oktober 2014, Flugmissionen im All mit dem Arcwing. Juli 2015, Unterwasserlevels für Arcwings sowie ein überarbeitetes Parcoursystem. Dezember 2015, Maru's Bazaar als Handelsplatz für Spieler. Juni 2016, der Ballsportmodus Lunaro wird dem PvP hinzugefügt. November 2016, Kuva Fortress Mission als neuer Endgame-Content. Oktober 2017, mit Planes of Eidolon erscheint die erste Open-World-Map inklusive Dorf, Quests, Angelmechanik und Riesenmonstern. November 2018, die zweite Open-World-Map Fortuna erscheint. Bis jetzt nur für PC. Klar, wer aufgepasst hat, erkennt hier große Zeitlücken, aber ich wollte ja auch nur die wichtigsten Erweiterungen nennen. Dazwischen gab es am laufenden Band neue Warframes, neue Waffen, neue Quests, neue Levels und weiß Gott was noch alles. Ja, es ist schon bemerkenswert, wie Digital Extremes dieses Spiel pflegt, aber der Update-Wahn hat in meinen Augen auch eine kleine Schattenseite, nämlich dann, wenn man sich mal für eine gewisse Zeit von dem Spiel verabschiedet, um später wiederzukommen.
Ich habe Warframe zuletzt vor ungefähr 4 Jahren gespielt und als ich anlässlich dieses Videos kürzlich wieder reingeschaut hatte, war es wie ein Schlag in die Fresse. All diese ganzen Erweiterungen brachten nämlich so viele neue Mechaniken und Ressourcen mit sich, dass ich überhaupt nichts mehr raff. Was waren nochmal Syndikate? Und Relikte? Und Orokin, Wracks? Und Albtraummission? Zwar gibt sich das Spiel größte Mühe, neue Mechaniken im sogenannten Kodex zu erklären, aber mittlerweile ist es einfach zu viel. Vor allem mit dem Wissen, dass Warframe mitunter sehr grindig ist. Mag sein, dass Leute, die kontinuierlich am Ball geblieben sind, damit klarkommen. Und hey, besser zu viel Content als zu wenig, oder? Doch Neueinsteiger und Wiedereinsteiger sehen sich konfrontiert mit einem grotesk mutierten Mammutspiel, in das man nur mit einem eisenharten Lernwillen wieder reinkommt. Und dieses Mammutspiel soll jetzt für die Switch kommen? Das wird doch eh nix. Ja, das waren meine ehrlichen Gedanken, als ich den Ankündigungstrailer für die Switch gesehen habe. Aber wie so oft hat's Warframe wieder mal geschafft, Kritiker und Zweifler Lügen zu strafen, denn es ist doch was geworden. Beeindruckend ist schon mal, dass die Switch-Version inhaltlich immerhin auf dem Stand der PC-Version vom August ist und somit auch der erste Open-World-Part auf der Erde mit drin ist. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn der Umfang deutlich eingeschränkter gewesen wäre. Noch beeindruckender ist aber die Performance. Auf der Switch läuft Warframe zwar nur in einer 720p-Auflösung und nur mit 30 Bildern pro Sekunde, das aber überwiegend ruckelfrei. Und so kann man hier genauso flink durch die Level zwischen wie auf jeder anderen Plattform. Wahnsinn. Lediglich in der Open World kratzt die Grafik an der Grenze des Erträglichen. Die Bildrate geht manchmal in den Keller, Objekte floppen ins Bild und irgendwie scheint die Auflösung auch nochmal runterzugehen. Dennoch bleibt's immer gut spielbar. Besonders gut gefiel mir die Bewegungssteuerung. Und nein, das ist kein Scherz, hört mich erst an. Ihr benutzt nämlich auch mit aktivierter Bewegungssteuerung weiterhin den Analogstick zum Umsehen, könnt jetzt aber mit dem Joy-Con zusätzlich feinjustieren. Nach kurzer Eingewöhnungszeit erzielt ihr Präzisionstreffer fast so sicher wie mit einer Maus. Und was das Online-Gaming angeht, ist auch fast alles in Butter. Das Matchmaking vermittelt euch unkompliziert Koop-Partner, es gibt einen World-Chat, um andere Spieler anzuschreiben und auf Wunsch könnt ihr auch mit ihnen reden. Ich habe einfach mal das Billo PS4-Headset eingesteckt, das hier rumlag und oh Wunder, es ging. Hallo? Hey, wollen wir zusammen eine coole Mission machen? Außerdem benötigt ihr kein Abo von Nintendos Online-Dienst, um online zu spielen. Aber warum ist nur fast alles in Butter? Naja, Warframe benötigt zwingend eine Online-Verbindung und lässt sich nicht offline spielen. Mal kurz im Bus oder im Zug daddeln, ist nicht. Okay, die Switch-Version ist also super, aber auch nur verhältnismäßig super, denn erwartungsgemäß sind die Versionen für PS4, Xbox und natürlich auch für den PC viel performanter und im Update-Zyklus weiter vorangeschritten, sodass diese Plattformen die bessere Wahl sind, um Warframe zu spielen. Wenn ihr aber tatsächlich nur eine Switch habt, naja, dann probiert's aus, kostet ja nichts. So, und jetzt haben wir auch was über Warframe gemacht. Das war's auch schon wieder mit Game 2. Wenn's euch gefallen hat, abonniert uns doch ruhig. Wir sind jede Woche hier. So ist es. Wiederschauen. Reingehauen. Moin, moin und hallo. Herzlich willkommen zu Game 2. Neue Woche. neue Woche, neue Themen, Freunde. Ach, Quatsch, ey. Wir müssen... Es ist besser, wenn wir unseren Dialog in die Kamera führen. Vielleicht einmal kurz so und dann wieder so. Hi, wie ist es? Wir sprechen sogar von einem besseren Destiny. Ja, man kann aber zumindest davon sprechen, dass in den letzten 5 Jahren seit Release Warframe so viele... Scheiße. Zivilisation nach der Atomkatastrophe wieder aufzubauen, braucht es dich. Für den ersten Schritt in eine strahlende Zukunft braucht es nicht viel. Nur einen kuscheligen Platz in der Vault Game 2, einen Computer und euer Abonnement. Klickt auf den roten Knopf, aktiviert die Glocke und macht die Welt zu einem besseren Ort. Rechtlich sind wir dazu angehalten, Sie darüber zu informieren, dass ein Game 2-Abo im Falle einer atomaren Katastrophe nicht wirklich zur Wiederherstellung der Zivilisation beiträgt. Schaden kann es aber auch nicht.